Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Silberlilly, ein kreatives Projekt, um in ländlichen Räumen unterwegs zu sein. Die evangelische Jugend in Baden hat ein ganz tolles Mobil und ich freue mich besonders, heute Heike Siebmann und Olli Zulauf zu begrüßen, denn die stecken hinter dem Projekt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sind ganz gespannt. Wir sind ja hier im ländlichen Raum und mit dem Internet funktioniert es nicht immer ganz so gut. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal den Raum gewechselt, aber der Holzhintergrund passt ja wunderbar zu unserem Thema. Vielen Dank für die Begrüßung, aber unser Team ist nicht ganz komplett. Es waren nicht nur wir beide, die dieses Projekt geboren haben sozusagen, sondern auch noch unser Schuldekan in unserem Kirchenbezirk, der Dirk Boch, und noch ein Gemeindepfarrer, der Fritz Breisacher. Und am Anfang stand letztendlich ja so eine Art Pain, also ein Schmerz. Wir haben alle diese Freiburger Prognose gelesen. Wir haben gemerkt, oh, Kirche kommt nicht mehr so gut an. Und da haben wir gemerkt, da wollen wir was machen. Vor allem für die Menschen, die in dieser Prognose auch verloren gehen, nämlich die jungen Erwachsenen, die quasi ab 18 und älter, eben die jungen Erwachsenen, die eben quasi, wenn sie keine Aktionen mehr bei uns machen können als Jugendliche, letztendlich dann, wenn sie nicht ehrenamtlich aktiv werden, selbst keine Angebote mehr nutzen. Und letztendlich war dann auch ganz schnell klar, bei uns im ländlichen Raum geht letztendlich nur etwas Mobiles. Denn es bringt ja nichts, irgendwo ein Gebäude zu kaufen und da Veranstaltungen zu machen, zum Beispiel hier in Bad Krozingen. Das ist dann für die Leute im Hochschwarzwald oder im Kaiserstuhl einfach enormer Aufwand von der Mobilität her. Tatsächlich war es ziemlich schnell klar, dass wir uns nicht in unserer eigenen Blase bewegen wollen, sondern dass wir tatsächlich ziemlich schnell einen Antrag gestellt haben und versucht haben, uns die Beratung von außen zu holen. Also tatsächlich von Profis, die sich damit auskennen, die Start-up-Gründung begleiten und die eher aus dem außerkirchlichen Kontext halt kommen. Wir haben uns professionelle Hilfe geholt sozusagen vom Grünhof und das war letztendlich dann auch ein Stück weit unser Prozess. Und als erstes haben die Kollegen vom Grünhof gesagt, ihr müsst erstmal verstehen, wer ihr seid. Das ist eine ganz wichtige Frage. Was könnt ihr denn gut und was könnt ihr nicht so gut? Und bei diesem Prozess des uns selbst Verstehens war erstmal gar nicht so leicht zu sagen, was können wir eigentlich gut, aber bei ein bisschen mehr Nachdenken kam dann schon was bei rum. Also zum Beispiel sind wir sehr gut im Bereich Sinnstiftung. Also wir sind professionelle Sinnstifter. Wir geben Angebote im Bereich von Lehrgängen. Wir machen sehr gute Jugendleiterkurse oder andere Seminare zum Thema Teambuilding und auch Glaube in der Natur. Da kann die Heike vielleicht auch noch was dazu sagen. Und das auch noch für wenig Geld. Wir sind professionelle Anbieter im Bereich von Ritualen. Also es gab da eine ganze Menge, die da zusammenkam, was wir gut können. Was wir aber nicht so gut können, ist, aus unserer Blase rauszukommen. Denn diese Angebote werden natürlich nur von einem gewissen Teil von Menschen überhaupt in Anspruch genommen. Und noch viel schlimmer, auch wir sind in den sozialen Medien aktiv, aber das bringt nichts, wenn man in seiner eigenen Blase nur aktiv ist. Also für uns war dann auch die Frage, wie geht das überhaupt an die Menschen da draußen? Dann wurde ziemlich schnell klar, das kann wirklich nur mobil funktionieren. Nicht nur, weil unser Bezirk so groß ist, sondern weil wir, glaube ich, auch dahin gehen müssen, wo die Menschen wirklich sind. Und bei uns im ländlichen Raum wird gern gefeiert. Also es gibt viele Dorfhocks und solche Geschichten. Und da haben wir so das Gefühl gehabt, da würden wir gern aufschlagen. Da war ursprünglich mal so ein Gedanke, es könnte ja vielleicht so ein Truck sein oder so, also so ein großer LKW oder sowas. Haben dann ziemlich schnell gemerkt, es ist eigentlich Quatsch, in so einem kleinen Weindorf mit so einem großen LKW rumzufahren. Aber erstmal ging es darum, eigentlich die Bedürfnisse dieser potenziellen Zielgruppe zu erfassen. Und da haben sie uns auf eine schlaue Idee gebracht, nämlich wirklich mit denen Interviews zu führen. Und das war total spannend zu sagen, wir gehen zu diesen Leuten,
die diese Austrittsbereitschaft so groß zeigen, wie die Freiburger Projektion gezeigt hat, und zwar die vor allen Dingen zwischen 20 und 30. Wir haben es ein bisschen nach unten korrigiert, weil wir das Gefühl hatten, bei uns sind es auch teilweise schon die ab 18, weil wir viel auch mit Leuten zu tun haben, die nicht studieren, die eine Ausbildung gemacht haben, die dann ihren ersten Job haben. Dann haben sie ihren Gehaltszettel und dann überlegen sie sich, zahle ich jetzt Kirchensteuer oder gönne ich mir ein Sky-Abo? Und viele machen dann eher Letzteres. Genau, und da haben wir also Interviews geführt. Das ist jetzt, kann man nicht sagen, eine empirische Studie gewesen. Jeder von uns, also wir sind ja 4 Menschen im Team am Anfang gewesen, hat so zwischen 5 und 6 Interviews geführt. Und trotzdem war das sehr erhellend. Also wir haben wirklich auch versucht, da Leute zu befragen, die eben ganz bewusst nicht aus unserem innerkirchlichen Kontext kommen. Den Typen, der das Tattoo-Studio bei uns an der Straße gegenüber hat, der den Rasen mäht an der Schule, ja, also so ein Hausmeister. Wir hatten verschiedene Menschen wirklich, wo wir einfach versucht haben, Schüler von unserem Schuldekan, die in der Oberstufe sind, die auch viel gesagt haben, naja, also was soll ich jetzt, wenn ich anfange zu arbeiten, dann werde ich wahrscheinlich schon auch austreten. Und das war sehr spannend, was dabei rauskam. Und interessant war, dass es eigentlich flächendeckend schon so war, dass sie gesagt haben, wir würden uns schon was von euch erhoffen. Also wir finden euch als Kirche schon noch immer interessant. Bloß so, wie es bisher als auftritt, fühlen wir uns nicht angesprochen und auch nicht unbedingt beheimatet. Also das, was sie uns momentan bietet, ist nicht das, was wir uns irgendwie eigentlich wünschen. Was ganz oft kam, war, wir kennen Jugendgruppen, aus welchen Kontexten auch immer, ob vielleicht doch aus kirchlichen Erfahrungen oder von anderen Verbänden her. Und da haben wir uns wohl gefühlt. Also im Grunde so eine Art Jugendgruppe für Erwachsene, aber eine Selbsthilfegruppe darf es nicht sein. Also es war natürlich schon irgendwie ein bisschen spannend. Ja. Wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, also wir haben in diesem Fragekatalog extra nicht gefragt mit der ersten Frage, was findest du gut an Kirche, was schlecht, was erwartest du von Kirche, sondern wir sind einen Schritt zurückgegangen und haben gefragt, was machst du denn in deiner Freizeit? Wo erfährst du Sinn und Erholung? Und dann kamen da ganz unterschiedliche Sachen. Dann kam natürlich eben das, was Heike gesagt hat. Austausch mit Freunden. Ich muss raus in die Natur. Und erst im nächsten Schritt kam dann eben die Frage, okay, wie könnte da Kirche ins Spiel kommen? Und dann kam eben auch bei rum, natürlich ist eine Predigt irgendwie wichtig, aber die war halt vor 500 Jahren wesentlich wichtiger, als das Wort noch in Latein gesprochen wurde. Heutzutage wissen die Leute sehr gut, sich Meinungen zu bilden. Die haben genug Kanäle dafür. Die würden lieber gerne einen Impuls haben, einen Input, und dann darüber in einen Austausch kommen. Und das ist nochmal so was Entscheidendes. Thema Liturgie ist für viele tatsächlich ein unverständlicher Ablauf. Und der Gegenteil sollte es ja sein. Dann war so dieser Gedanke, jetzt haben wir diese Bilder, diese inneren Bilder, wir würden gerne auf diese Feste gehen. Das haben auch viele von denen gesagt. Ich bin gern auf Events, ich bin gern auf irgendwelchen Festivals. Und dann war so der Gedanke, da wollen wir gerne aufploppen mit einem niederschwelligen Angebot. Das jetzt erstmal so als allererstes. Wie gesagt, immer noch dieses komische Bild dieses Trucks. Und dann war ziemlich schnell klar, wir müssen uns jetzt erstmal was Realistisches legen. Und dann kam der Gedanke eines Wohnwagens, weil auch so diese Bilder kamen von eben Freizeit, Erholung, so ein bisschen Retro-Charme, das ist ja im Moment ziemlich in auch. Und wir hatten eigentlich dann eher so eine Knutschkugel vor Augen, also so diese typischen 50er-Jahre-Dinger, mit denen man da irgendwie nach Italien gejuckelt ist, so ein Hümer-Ding irgendwie, blau-weiß oder rot-weiß oder so. Ich glaube, jeder hat dann jetzt schon so ein Bild, was das sein könnte. Das fanden wir irgendwie ansprechend, Lichterkette und dann so Strandstühle davor und so. Ja, und dann war aber ziemlich schnell klar, das ist statisch eigentlich alles überhaupt nicht möglich. So ein Teil lässt sich nicht umbauen. Und das hat einen sehr schmalen Eingang. Also sind wir dadurch dann wirklich niederschwellig? Wer kommt durch diesen kleinen Eingang durch? Also das war dann eigentlich schon sehr spannend. Und dann kam eigentlich ein weiterer Impuls dazu von außen, dass nämlich der Olli und ich sind eben in der Jugendarbeit aktiv, dass von unserer Landeskirche eine Ausschreibung kam, dass Jugendkirchen gefördert werden.
Und das war immer mal so ein Steckenpferdchen. Der hat mir immer schon gesagt, eine Jugendkirche wäre bei uns schon auch toll. Hat aber irgendwie auch nie geklappt, weil wir immer gesagt haben, auch die geht nur mobil. Wo soll das sein bei uns im Breisgau Hochschwarzwald, der wirklich große Wege, weite Wege hat, viele Höhenunterschiede, viele Nadelöhre, durch die man erstmal durch muss. Und für die Jugendlichen ist das ganz schön schwer, da auch mobil in diesem ländlichen Raum unterwegs zu sein. Und dann haben wir gedacht, hey, das wäre doch irgendwie eine Idee. Also warum nicht da mal einen Antrag stellen? Vielleicht haben wir ja Glück. Und tatsächlich haben wir den Zuschlag bekommen. Und ich glaube auch aus diesem Grund, weil wir an was Mobiles gedacht haben. Und schwupps hatten wir jetzt zwei Zielgruppen. Wir hatten dieses typische, ich sag mal, ab Konfi-Alter bis maximal 18 so als Zielgruppe für die Jugendkirche eher vor Augen. Und gleichzeitig diese große Lust darauf, diese Zielgruppe der jungen Erwachsenen, die ersten Entscheidungen schon gefällt haben, die so jetzt gerade im Beruf sind oder im Studium, die so anfangen, sich zu setteln. Das war so der zweite Fokus, den wir hatten. Das hat auch die Kollegen im Grünhof wahnsinnig gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, die beraten ja normalerweise Start-up-Unternehmen, weitestgehend im sozialen Bereich, aber vor allem Start-up-Unternehmen, wo es um Geld geht, wo es um Zielgruppen geht. Und die haben halt auch gesagt, ey Leute, ihr müsst euch eigentlich auf eine Zielgruppe einigen. Wenn man als Vergleich eine Beauty-Creme herstellt, dann muss man sich sehr genau überlegen, ist es für Frauen, ist es für Männer, ist es für Jüngere, ist es für Ältere? Und wir haben halt gesagt, das sind wir halt auch ein bisschen Kirche, ja, wir wollen eigentlich ein bisschen alle. Aber das ist ein bisschen unscharf, aber es hat jetzt tatsächlich den Vorteil, dass wir unsere Silberlilly auch finanzieren können. Und tatsächlich ist ja das Thema ländlicher Raum für Jugendliche auch total wichtig und interessant, Stichwort Mobilität. Also wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Unser Projekt besteht jetzt eigentlich zum einen aus der mobilen Jugendkirche, das ist so der Arbeitstitel, aus diesem Jugendfonds für die Jugendkirchen und zum zweiten aus diesem, wir haben es immer genannt, MKO, das ist die Abkürzung für mobiler kirchlicher Ort. Also da sind eher die jungen Erwachsenen, die Älteren, die so ein bisschen, sage ich mal, mit ihrem ersten Lohnzettel verloren gehen, was die Heike gesagt hat. Und natürlich ist es klar, dass wir niedrigschwellig sein wollen. Im weitesten Sinne sind wir aber natürlich schon auch irgendwie ein Missionsprojekt. Wir wollen Menschen für Kirche begeistern. Und wir wollen dahin gehen, wo die Menschen sind und nicht umgekehrt denken, kommt doch rein und wir machen die Kirchentüren auf und wundern uns dann, dass keiner durch diese Türen geht. Deswegen eigentlich sehr, sehr biblisch und ursprünglich, wir wollen dahin gehen, wo die Menschen sind. Ziemlich schnell wurde dann natürlich auch klar, und da haben wir auch noch keine endgültige Lösung für, dass das vielleicht schön ist, wenn wir mit so einem Wohnwagen, was immer das auch wird, das werden wir gleich nochmal vertiefen, was es dann geworden ist, da auf irgendwelchen Festen sind. Weil was können wir diesen jungen Erwachsenen danach eigentlich anbieten? Und das bleibt immer noch die Krux, weil es wird sich ja nicht vor Ort alles ändern. Wenn die sich zum Beispiel sowas wünschen, wie eine Art Jugendgruppe für junge Erwachsene, ja, oder manche haben davon gesprochen, ich habe ganz viel bei Jugendfreizeit mich selber engagiert, ich wäre so gerne irgendwie da noch, ja, sowas hätte ich gerne auch, dass es das für junge Erwachsene gibt, wenn ich jetzt zum Beispiel noch nicht in einer Partnerschaft lebe oder noch keine Familie gegründet habe. Und das hätte ich gerne im kirchlichen Kontext. Ja, das stimmt, da gibt es nicht so besonders viel. Es gibt so Pilgergeschichten und so tolle Sachen, aber die suchen ja eher so diese durchaus auch mit viel Spaß so eine Sommerfreizeit irgendwo am Strand. Und das bleibt schon auch immer noch. Also dass wir gesagt haben, da sind wir dran, da wollen wir auf alle Fälle versuchen, da was anzubieten. Wenn es zum Beispiel nur sowas, also es kam auch immer mal wieder, wenn wir über Sinn reden, warum das nicht bei einem Gin? Ja, dieser blöde Spruch, ein Gin-Tasting anbieten und dann über den Sinn des Lebens philosophieren, solche Dinge. Oder unser Tattoo-Mann hat sofort gesagt, ey, ich bin eigentlich total gläubig, aber in der Kirche bin ich nicht. Guck mal hier, auf der Wade habe ich den Jesus und hier habe ich dies und das. Kommt doch mal zu mir und wir reden mal darüber, was einen im Leben so gezeichnet hat. Ja, also das ist auch so ein Gedanke, da mal so Angebote mal zu machen in dieser Richtung. Genau.
Und dieses unter C Rauszeit, das bezieht sich eben auf diesen Wunsch nach Auszeiten, die sich so ähnlich anfühlen wie Sommerfreizeiten, die man von früher so kennt. Da möchte ich ganz kurz ergänzen, weil das nämlich auch aus den Interviews rauskam, dass unsere Kirchenräume halt einfach zu unattraktiv sind. Also wenn man es jetzt auch mal mit Muslimen vergleicht, sozusagen, wo alles in der Moschee passiert, da treffen sich die Frauen zum Schnacken, da wird gekocht, die Männer unterhalten sich, die Kids spielen Fußball und es passiert irgendwas zusammen. Das ist irgendwie was Organisches, was mit Leben zu tun hat. Bei uns, ich überspitze jetzt ein bisschen, das ist nicht überall so, das weiß ich, aber das Bild ist doch sehr verhaftet. Bei uns gibt es die Predigt, der einzige Austausch ist vielleicht der Friedensgruß, den ich mit jemandem mache, den ich nicht kenne. Und dann werde ich zum Kirchencafé eingeladen, der aber in einem anderen Bereich ist, aus einer Kaffeekanone, nenne ich es jetzt mal. Ich übertreibe ein bisschen, aber um in diesem Bild zu bleiben. Und da muss was passieren. Also auch diese Umdeutung von Kirche als Lebensraum, als Feierraum zum Beispiel. Also die Vorschläge kamen dann zum Beispiel, warum nutzt ihr nicht eine Kirche, macht die Kirchenbänke zur Seite und wir machen da eine Kopfhörerparty und davor gibt es ein Gin-Tasting, einen Impuls und man kommt irgendwie in Austausch, man hat ein bisschen was zum Feiern und man geht wieder und es gibt einen Segen. Also wir wollen jetzt auch nicht nur irgendwas Hedonistisches feiern oder sowas, aber die Leute haben durchaus ein Interesse, vielleicht sogar einer neuen Form von Kirchenraumpädagogik. Kirche ummünzen. Und ich glaube, jetzt müssen wir mal weitergehen und mal zeigen, was dann eigentlich unser Prototyp war. Da ging es nämlich daran, dass wir einen Prototyp bauen sollten. Das wird jetzt den Carsten freuen. Ja, Carsten. Das war nämlich irgendwann, dass wir gesagt haben, wir wollen so einen Airstream. Das mit dieser Knutschkugel hat nicht geklappt. Und dann haben wir diese amerikanischen alten Anhänger gesehen, die da so silbrig glänzen, die man kennt aus amerikanischen Filmen. Und haben einfach gedacht, das ist spannend, den könnte man umbauen. Da könnte man so eine Klappe reinbauen. Die sind auch teilweise schon durchaus unterwegs. Es gibt wenige in Deutschland, aber wir haben so ein bisschen recherchiert und im kirchlichen Kontext ist uns jetzt keiner untergekommen, aber es gibt durchaus irgendwelche Anbieter, die auf Messen oder so mit so einem Ding da kommen. Und dann haben wir gedacht, das wäre eigentlich unser großer Traum. Da haben wir irgendwie alles drin, da haben wir dieses Retro-Ding drin, das ist irgendwie gechillt mit diesen Sonnenstühlen. Und ganz schnell kam, wir wollen eigentlich auch, gerade wenn wir auf diese Festivals und Dorfhocks und so gehen, so eine Kaffeearpe mit so einer richtigen Barista-Maschine, wo man richtig guten Kaffee kriegt, weil was kriegt man auf so einem Weinfest immer? Viel Wein, aber guten Kaffee, das ist dann oft auch so eine Sache. Genau, und das war unser Traum des Prototypens. Da sieht man auch, da passiert ein bisschen was. Da gibt es so stündlich einen kleinen Impuls. Da steht einer mit einer Gitarre und macht da was und die Leute rennen nicht direkt weg. Und man fragt vielleicht, was hast du heute Gutes schon erlebt, außer diesem guten Kaffee, den du gerade trinkst oder so. Ja, ein bisschen mal ins Gespräch kommen miteinander. Jo, das war unser Gedanke. Und was daraus dann geworden ist, also ganz kurz noch, so könnte das eben auch noch aussehen. Da könnten dann auch noch Jugendgottesdienste stattfinden, wenn man es dann eben für diese jüngere Zielgruppe als Jugendkirche nutzt. Gerade bei uns im ländlichen Raum, irgendwo auf eine Wiese stellen, das passt doch dann sehr gut. So, dann Jugendtreff draus machen, der dann eben eine Zeit lang in der Region Hochschwarzwald ist oder im Kaiserstuhl oder im Markgräfler Land. Und dann tuckert der auch weiter. Genau. Gerne auch mal an Schulen angebunden. Also es war schon so dieser Gedanke, da dann hinzugehen. Und was jetzt konkret raus geworden ist, seht ihr jetzt. Das ist bei uns auf dem Batzenberg, ist auch ein Weinberg. Und zu der Namensgebung sagen wir gleich noch was, wie das entstanden ist. Aber jetzt erstmal ein paar reale Eindrücke, die wir jetzt kurz vor Weihnachten geschossen haben, die Bilder. Also man sieht auch, der ist komplett beleuchtet. Wir haben jetzt so eine Art Stromgenerator noch gekauft. Das ist aber nicht so ein Benzinteil. Inzwischen gibt es wie so Autobatterien. Und da der ja nur quasi Licht haben muss und das über LED läuft,
zieht der auch wenig Strom. Ihr müsst euch auch vorstellen, der war ja komplett aus den 50ern. Also das müsst ihr euch so vorstellen, ich sage immer, wie das Wohnzimmer meiner Oma. Da war eine schwere Deckenleuchte aus Messing, da war eine Couch, da war ein Teppichboden drin, da war natürlich eine Toilette, weil mit die Amerikaner... Und Kuschelung, genau, also das war wirklich original 50er. Und das haben wir eben umbauen lassen und bewusst, aber sehr nackig gelassen, sage ich jetzt mal. Also da ist nicht viel drin, weil wir das ja je nach Bedarf dann sozusagen selber einrichten wollen mit Sitzecken, mit Sandsäcken und so weiter und so fort. Und man sieht jetzt gar nicht, wie groß der eigentlich so ist. Also der ist 7 Meter lang. Der, wenn man drin sitzt, kann man da schon noch mit einer Kleingruppe gut was drin machen und hat diese Bühne. Und wenn man ihn zieht, also ich habe jetzt zum ersten Mal, bin ich mit Anhänger Auto gefahren, weil ich noch den Führerschein habe und darf das. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Also damit dann, der steht im Moment bei einem kleinen Winzer bei uns in einem kleinen Dorf, bis wir den da rückwärts reinmanövriert haben in diese Halle. Das ist schon eine Herausforderung, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Ja, genau, so sieht der innen aus und es ist wirklich klasse. Und hinzu kam diese Ape, die wir auch, also ehrlicherweise auch noch einen Anhänger für gekauft haben, wo man die dann drauf fahren kann, weil wir eben so die Vorstellung, wir machen in Neustadt irgendeine Veranstaltung, müssen durchs da irgendwie am Hirschsprung rumfahren. Also die fährt nicht schnell, ne? Ein Barista-Kurs haben wir gemacht. Also die große Herausforderung wird noch sein, das ist ja keine Kaffeemaschine, wo man auf andrückt und dann einmal drauf, wie bei mir in der Küche, und dann kommt da irgendwie Kaffee bei rum, sondern das ist schon eine gewisse Kunst. Man muss die richtige Bohne nutzen, man muss den richtigen Grad finden, wie man das mischt sozusagen, der Druck muss stimmen und bis dieser Anspruch Wirklichkeit wird, dass da guter Kaffee rauskommt, da müssen wir noch ein bisschen üben. Achso, da ist eine Frage nach den Finanzen, wie viel ihr investiert habt für die Analyse und für den Aufbau, ne? Oder was? Und für die Fahrzeuge. Ja, also die waren nicht ganz günstig. Die Ape mit dieser Kaffeemaschine, das waren ungefähr 20.000 Euro. Inklusive dem Kurs und so. Und die, der Airstream, der hat schon mit dem Umbau ja so an die 90.000 gekostet. Und die Analyse davor? Der Grünhof, das kann man mit 6.000 bis 7.000 Euro berechnen. Also da muss man wirklich sagen, auch unsere Landeskirche, wir haben ja diese Gelder nicht alle aus diesem Jugendpott, sage ich jetzt mal, sondern da ging es auch um sogenannte Innovationsmittel, die jeder Kirchenbezirk bekommen hat und die jeder Kirchenbezirk auch nutzen kann, wie er will. Und unser Kirchenbezirk hat halt gesagt, wir unterstützen innovative Projekte, da muss man einen Antrag stellen. Und wir sind da wirklich auf offene Ohren gestoßen und die Menschen im Bezirkskirchenrat und so weiter und so fort und in der Synode waren sehr begeistert. Und natürlich, und es war uns auch immer klar, das ist sehr viel Geld. Aber wenn man es mal anders denkt, würden wir jetzt ein klassisches Jugendkirchenprojekt machen, dann müssten wir auch eine Immobilie finden, die müsste umgebaut werden, die müsste natürlich gewisse Standards haben, was Toiletten angeht, was Umwelt angeht und so weiter und so fort. Also insofern, das muss man in Relation sehen. Aber natürlich hatten wir jetzt auch noch nie so große Summen ausgegeben. Das muss man schon auch sagen. Ja, also. Ja, jetzt kam noch ein Hinweis hier noch, dass das ein Vorteil ist gegenüber Immobilien mit den Folgekosten. Das wird sich jetzt noch zeigen. Ich bin mal gespannt. Wir hoffen jetzt einfach mal, diese Airstreams, wenn die in einem ganz guten Zustand sind, was der jetzt glücklicherweise war. Wir hatten auch ganz andere angesehen, also bis wir uns entschieden haben, welchen wir nehmen, da wird einem da ein bisschen anders, wenn dann der sagt, ja, da müssen wir alle Nieten neu machen und was weiß ich. Also da hatten wir jetzt einfach Glück. Das war so ein Schmuckstück, was irgendein amerikanisches Ehepaar mal 3-4 Mal benutzt hat und dann stand das halt in irgendeiner Scheune rum. Also das war jetzt wirklich total das Glück.
Aber ich glaube trotzdem, dass die so ein bisschen für die Ewigkeit gemacht sind. Also die sind zwar empfindlich, man muss, wenn man den jetzt schiebt mit 10 Leuten, sollte man zum Beispiel nicht diese Haut anfassen, weil das ist halt Alu, das drückt sich alles sofort ein. Aber wenn man ein bisschen weiß, die Kniffe kennt, wie man damit umzugehen hat, dann sind die, glaube ich, sehr, sehr langlebig. Ja. Und ich freue mich da wirklich drauf. Und derjenige, der uns das Ding umgebaut hat, in Österreich übrigens, das war auch noch eine richtig schöne Odyssee, den dann nach Deutschland zu holen. Wir kennen jetzt alle Kniffe und Tricks des Straßenverkehrsamts. Naja, und das war auch gut, dass der wirklich auch wusste, ja, da muss jetzt ein Boden rein, der wirklich unempfindlich ist und so. Also da haben wir schon das Gefühl, dass wir da jetzt was Langlebiges haben, hoffentlich. Jo, und vielleicht noch zu dem Namen, weil das haben uns tatsächlich schon viele Leute auch gefragt, warum heißen denn jetzt die Dinger so? Also, bei so einer Namensfindung, ein Name muss ja nicht erstmal jedem gefallen, das ist utopisch. Aber ein Name muss ein Türöffner sein, ein bisschen wie ein Slogan. Er muss irgendwie anecken und er muss irgendwie interessant sein. Dann bleiben die Leute hängen. Es ist ja nicht so, dass wir uns eine Flasche Wodka hingestellt haben und gesagt haben, jetzt machen wir mal ein Brainstorming. So war es nicht, sondern der Grünhof hat halt gesagt, wir spielen jetzt ein bisschen mit dem Material, was wir haben. Also wir haben hier ein Gefährt, was aus Amerika kommt. Wir haben ein Gefährt, was aus Aluminium ist. Also wir haben ein bisschen mit dem Rohstoff gespielt. Also wenn man hier sieht, zum Beispiel war das sowas wie Nietbar, weil der natürlich ganz viele Nieten hat. Ja? Oder da war auch feste Nieten. Das ist dann zum Beispiel vielleicht schon der perfekte Name für eine Band, die da mal spielt. Himmelswagen. Airstream bedeutet Raumkapsel. Ja, Raumkapsel. Also wir hatten ganz viele Kriterien und oder Ideen erstmal und dann haben wir aber auch gesagt, wir wollen es jetzt nicht typisch kirchlich machen, sondern irgendwie, ich sag's jetzt mal blöd, irgendwas zwanghaft verenglischen oder ein X dahinter machen oder Churchmobil das Ganze nennen. Also das ist so irgendwie erwartbar und auch irgendwie erwartbar langweilig. Und dann sind wir eben auf die Silberlilie gekommen, weil wir gesagt haben, okay, wir spielen mit der Optik. Airstream bedeutet auch letztendlich Silberling und ganz klar war auch, wir wollen jetzt eine Personifizierung. Also wir wollen, also das war immer unser Bild zu sagen, da kommt die Silberlilly hin oder besucht doch die Silberlilly oder auf ein Date mit Silberlilly. Das ist anders, wie wenn man das jetzt Schutzblech nennt. Ja? Das hat auch Vorteile, aber für uns war Silberlilly eben attraktiver und wir haben das dann auch immer so mit diesen amerikanischen Filmen gingen mir auch durch den Kopf, wo man da an der Eisdiele ist, also diesen Retro-50er-Jahre-Look. Und erst dann sind wir, und das ist das Entscheidende, auf eine Bedeutung gekommen, die überhaupt nicht beabsichtigt war. Das ist nämlich auch so ein kirchliches Denken. Wir müssen unbedingt was sehr, sehr Bedeutungsschwangeres finden. Und wir sind einfach über diesen Rohstoff und dann kam Silberlilly raus. Und erst im Nachklapp haben wir dann rausgefunden, ja, Lilly ist ja die Kurzform von Elisabeth. Und als dann auch noch die Idee aufkam, dass man die Ape Maria nennt, haben wir erst gemerkt, also was ist das denn für ein theologisches Bild mit der Elisabeth, mit der schwangeren Elisabeth und die schwangere Maria, die Elisabeth, ihre Cousine, besucht. Also das ist doch ein Bild, das kann ja fast kein Zufall sein. Genau. Also da war irgendwo der Heilige Geist im Spiel oder wie auch immer. Jedenfalls sind wir damit ganz, ganz glücklich, auch wenn das, ja, also es fordert die Leute heraus und das finden wir aber gerade auch spannend, dass dann jemand kommt und sagt, warum heißt das Ding so? Warum sitzt da diese Frau in diesem 50er-Jahre-Look auf diesem Wohnwagen drauf? Und da kommt man ins Gespräch und das ist immer gut. Nochmal ganz als Zusammenfassung, was sind jetzt unsere Besonderheiten? Weil das war natürlich auch wichtig, das unseren Finanzgebern klarzumachen. Was ist jetzt eigentlich das wirklich Innovative? Also wie gesagt, wir sind eben aufsuchend, wir gehen dahin, wir haben diese G-Struktur, wir wollen dahin, wo Menschen sind. Und es ist ehrlich gesagt auch für uns, wenn man mal ehrlich ist, gar nicht so einfach. Also wir haben es uns schon, ich sage das ganz selbstkritisch, wir haben es uns gemütlich gemacht. Und
auch uns allen geht es so, jetzt zu sagen, wir gehen da jetzt mal auf so ein Festival oder auf so ein Weinfest, wenn man sich das jetzt mal konkret durchspielt, da kann durchaus natürlich auch Kritik kommen. Kirche, was wollt ihr hier und so weiter und so fort. Da müssen wir uns einfach rauswagen. Genau, wir wollten gern diesen attraktiven Ort der Begegnung. Das ist es nach unserem Geschmack geworden. Und wir wollten die Möglichkeit geben, Kirche neu zu erleben. Also das ist wirklich interessant, wenn man die Menschen, das kam auch in den Interviews raus, was verbindet ihr mit Kirche? Dann verbinden die damit das Kirchengebäude, ja, und den Gottesdienst und die Liturgie und eben nicht, was Kirche sonst auch noch an sozialen Projekten macht. Und wir wollen einfach Kirche neu erlebbar machen. Und wir wollten zunächst erstmal anfangen mit diesen niederschwelligen Angeboten. Und das kann es sein, wenn man gerade auf diesen Festen ist. Ja, genau. Wir wollen eben neue Zielgruppen erreichen. Die haben wir benannt, also gerade die jungen Erwachsenen. Ja, die haben sich immer wieder gewünscht, einen ehrlichen Austausch. Das ist zumindest auch ein Wunsch an uns selbst. Ob uns es gelingt, wird sich zeigen. Also das ist sowieso klar, dass wir ja nicht zu viert das alles bespielen können. Also wir müssen jetzt dann auch ein gutes Team gründen. Da sind wir gerade dabei, Mitarbeiter zu gewinnen. Auch Mitarbeiter zu gewinnen, die eben nicht zu denen gehören, die wir sowieso schon in unserem Pool haben. Das ist aber auch interessant, dass viele das spannend finden und gerne bereit wären. Allein schon über sowas, ich hätte schon immer gern mal einen Barista-Kurs gemacht. Und jetzt bin ich dabei und was wollt ihr damit eigentlich noch erreichen? Und wir haben ja gesagt, im weitesten Sinne ist es ein Missionsprojekt. Wir wollen Menschen für Kirche begeistern und für Gott und für Jesus, aber nicht mit der Keule. Wir sind an diesem Austausch, an diesem ehrlichen Austausch wirklich interessiert. Und am Ende kann es auch natürlich sein, dass nur ein Kaffee und ein nettes Wort bei rumkommt. Und das ist auch okay. Ja? Also wir haben jetzt nicht den Anspruch zu sagen, also heute auf dem Dorffest XY, also wenn wir nicht 5 Leute missioniert haben, dann war das ein großer Fail sozusagen, sondern wir wollen wirklich einfach frisch, fromm, ehrlich, frei da sein, wo Menschen sind. Und dann kam Corona, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, das Ding abgeholt, unsere Silberlilly abgeholt haben wir im Juli. Und dann wollten wir starten, hatten ganz viele Projekte geplant, haben wirklich auch gehofft, wir könnten es im Sommer noch durchziehen, wollten erstmal auch mit einem großen Event für Jugendliche anfangen, Jugendkirche auf dem Batzenberg, so einem Dorfhock wollten wir, ja. Und in der Adventszeit wollten wir gern auf den Weihnachtsmärkten hier in der Region einfach da sein. Das war die Idee von unserem Jugendgottesdienst. Es wäre so ein Sternlauf gewesen mit verschiedenen Aufgaben und da oben noch feiern und so. Ja, das hat jetzt leider überhaupt nicht geklappt. Bei uns sind einfach auch sehr viele Konfis im Bezirk. Das war so erstmal diese Zielgruppe dafür auch, Konfis und die schon Konfirmierten. Da kommen mal schnell 300, 350 zusammen und das ist dann, war jetzt einfach mit Corona nicht möglich. Das war der Gedanke noch. Ja, wir wollten einen Jahresausklang machen auf diesem genannten Berg, wo wir einen kleinen Impuls, sozusagen Rückschau 2020 und Vorschau 2021. Da war ja schon lange Corona, aber als wir das so im Oktober, November angedacht haben, haben wir noch gedacht, wenn man die Abstandsregeln hält und so weiter und so fort, dann kann man da Feuerschalen aufstellen, da spielt noch eine kleine Band was Nettes und dann ist es so eine knackige Geschichte von einer halben und dreiviertel oder dreiviertel Stunde und wer bleibt, kann dann noch einen Glühwein trinken, den er selbst mitbringt jetzt in diesem Fall. In Nicht-Corona-Zeiten würde da noch die Kaffeearpe stehen und man könnte da noch ein bisschen netten Austausch haben. Dann hat sich das alles leider dynamisiert mit Corona und wir mussten es absagen. Aber 2021, 31.12. ist fest in der Planung, dass wir da eben auch wieder einen Jahresausklang machen wollen. Das wäre jetzt sozusagen die letzte Folie. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir neue Follower gewinnen. Folgt doch der Silberlilly auf Facebook und auf Instagram und dann kriegt ihr auch die neuesten Informationen und
Ansonsten war es das jetzt erstmal von unserer Präsentation.